Moin miteinander, ich heiße nicht nur Paul, sondern euch auch herzlich willkommen zu den neuen Spielen und Gratis-Games, dem Format, wo wir euch die Releases der nächsten Woche vorstellen, euch zeigen, was es mal wieder gratis abzustauben gibt und welche Spiele aus der vergangenen Woche ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und mit denen legen wir gleich direkt los, denn die Neu- und Gratis-Games werden euch heute präsentiert von den modularen PC-Gehäusen der Gungnir 300 Airflow-Serie sowie den Wasserkühlungen der Core Liquid E-Serie von MSI. Schaut im offiziellen MSI eShop vorbei, dort erhaltet ihr aktuell 20 Euro Steam-Guthaben beim Kauf einer neuen Core Liquid Wasserkühlung. Folgt dem Link in der Beschreibung für weitere Infos und jetzt geht's weiter mit dem Video. Über 10 Jahre nach dem ersten HD-Remaster hat Ubisoft diese Woche endlich die zweite Neuauflage von Beyond Good and Evil veröffentlicht. Die 20th Anniversary Edition verbessert die Grafik nochmal, sorgt beispielsweise für neue Schatten von dynamischen Lichtquellen und sogar der Sonne beim Tag-Nacht-Wechsel. Außerdem gibt es detaillierte Einblicke in die Entwicklung des Originals von 2003. Unter anderem zeigt ein früher Konzepttrailer, wie das Spiel ursprünglich aussah. Die 20 Euro teure Neuauflage liefert außerdem neue Kostüme für die Helden und eine kleine neue Storyverbindung zu Beyond Good and Evil 2. Das sind alles schöne Ergänzungen zu einem Spiel, das so viel Charme versprüht, dass es einige Schwächen beim Gameplay noch immer fast vergessen macht. Über die neuen Texturen wird derweil durchaus gestritten, denn dadurch geht der ursprüngliche Comic-Look ein bisschen verloren. Schade also, dass ihr in diesem Remaster nicht per Tastendruck auf die Originalgrafik oder die HD-Version umschalten könnt. Wer den Klassiker aber endlich mal nachholen will, bekommt hier auf jeden Fall die zugänglichste Version. Riven, das altgediente Puzzlespiel, ist diese Woche zurückgekehrt. Die Neuinterpretation präsentiert euch die ganzen unterschiedlichen Inseln in topmoderner Grafik. Aber die Neuauflage geht noch weiter und baut die ursprüngliche Story noch weiter aus. Auf der Review-Sammelseite Metacritic langt das Riven Remake eine Wertung von 87 Punkten. Die Kritiken loben besonders, wie gut sich das Spiel nach all den Jahren noch spielt und dass es auch heute seinen Charme nicht verloren hat. Ursprünglich erschien Luigi's Mansion 2 auf dem Nintendo 3DS, jetzt ist die HD-Version auf der Switch spielbar. Als verängstigter Geisterjäger Luigi macht ihr euch auf den Weg und löst Puzzle, sammelt Mondscherben ein und jagt natürlich jede Menge Geister. Das Gameplay ist gegenüber dem Original weitestgehend dasselbe, nur die Grafik wurde natürlich deutlich aufgehübscht. Der knuffige Stil wurde beibehalten, aber die Auflösung ist viel höher und man erkennt mehr Details. Grafisch steht das Spiel also in nichts dem neuesten Serienteil Luigi's Mansion 3 nach. Die Releases der nächsten Woche sind leider recht mager. Wir steuern gerade eben voll auf das Sommerloch zu. Wusstet ihr, dass der kleinste Dinosaurier, der bisher gefunden wurde, der Oculodentavis ist? Der war etwa so winzig wie ein Kolibri. Seine Überreste fand man in Bernstein eingeschlossen, der etwa 99 Millionen Jahre alt ist. Sein Name bedeutet Augenzahnvogel, weil er recht große Augen und jede Menge Zähne hatte. Paläontologen sind eben Wissenschaftler und werden nicht fürs Kreativsein bezahlt. Weiter geht's mit den neuen Spielen der nächsten Woche. Angefangen mit dem neuen Add-on für Final Fantasy XIV. Endwalker, das vorherige Add-on, hatte ja den ersten großen Storybogen des MMOs zu einem runden Ende geführt. Mit Dawntrail beginnt jetzt also ein komplett neues Kapitel und dafür geht's auch gleich auf einen neuen Kontinent inklusive neuer Dungeons und Raids. Wer Spaß mit Warframe und Destiny hat, könnte nächste Woche mal einen Blick auf den Free-to-Play-Loot-Shooter The First Descendant werfen. Der bedient sich nämlich großzügig bei den Genre-Klassikern, sieht dank Unreal Engine 5 aber auch hübsch genug für einen Tapetenwechsel aus. Allein oder im Team geht es hier in flotte Ballereien, von weitläufigen Oberweltgebieten bis zu schlauchigen Dungeons und kniffligen Bosskämpfen. Innovationspreise wird The First Descendant sicher nicht gewinnen, aber als kurzweilige Unterhaltung könnte der Shooter durchaus für ein paar Tage herhalten. Portierungen gibt's nächste Woche auch noch, wie zum Beispiel Resident Evil 7 für Apple-Geräte. Dabei gelten aber die gleichen hohen Anforderungen wie im letzten Monat bei Assassin's Creed Mirage. Soll heißen, mindestens ein iPhone 15 oder ein iPad mit M1-Prozessor. Zenless Zone Zero ist das neue Free-to-Play-Spiel der Genshin Impact-Entwickler von miHoYo. Diesmal geht's allerdings in urbanen Umgebungen in den Kampf gegen Monster aus anderen Dimensionen. Dazu rekrutieren wir aber auch mehrere KI-Begleiter mit besonderen Fähigkeiten und nutzen Kombos für besonders schwere Treffer.
The Legend of Heroes Trails Through Daybreak ist seit 2021 in Japan erhältlich, doch jetzt kommt das Rollenspiel endlich auch in den Westen, und zwar zeitgleich für PC und Konsolen. Nur die Xbox geht leer aus. Eine deutschsprachige Version gibt's übrigens nicht. Ihr solltet also Englischkenntnisse mitbringen, wenn ihr das actionreiche RPG spielen wollt. Aber das ist für Kenner der Trails-Serie ja auch keine Neuigkeit. Zum Abschluss gibt's mit Black Faith Forsaken noch eine weitere Portierung. Das Souls-like findet nämlich seinen Weg auf Current-Gen-Konsolen, leider aber wohl erstmal ohne den experimentellen Multiplayer-Modus der PC-Version. Auf Steam geht es dank vieler Updates übrigens auch schon seit einer Weile bergauf für das Spiel, und das schlägt sich auch in der Review-Stimmung wieder, die zuletzt sogar sehr positiv waren. Falls ihr also nach Shadow of the Erdtree den nächsten Souls-Fix braucht, könnt ihr ja mal einen Blick auf Black Faith werfen. Na, war da schon was für euch dabei? Ansonsten schaut auch gerne mal bei unserem Sortiment an Gratis Games vorbei. Da gucken wir, was es etwa beim Epic Games Store gratis abzustauben gibt, wo es kostenlose Testversionen gibt und welche Gratistitel ihr im Rahmen von Gaming-Abos wie PS Plus bekommt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euch Dragon's Dogma 2 gefällt oder nicht, könnt ihr das Spiel jetzt kostenlos ausprobieren. Denn bis zum 17. Juli auf der PS5 und bis zum 18. Juli auf der Xbox und dem PC könnt ihr die ersten beiden Stunden des Rollenspiels einfach so anzocken. Sollte euch das Spiel gefallen und ihr kauft es, könnt ihr natürlich direkt mit eurem Speicherstand weiterspielen. Und wenn ihr die 2 Stunden Probezeit nicht im Charaktereditor verschwenden wollt, dann holt euch den einfach vorher kostenlos. Der Charaktereditor ist nämlich separat für Lau erhältlich. Segel durch die Sterne, hintergehe deine Königin, töte eine Sonne. Okay, das macht doch Lust auf mehr. Beim Epic Games Store gibt's diese Woche Sunless Skies Sovereign Edition geschenkt. In dem Gothic-Horror-Rollenspiel seid ihr der Captain einer durchs Weltall düsenden Steampunk-Lokomotive, nachdem das viktorianische Imperium zu den Sternen aufgebrochen ist. Mit eurer Crew erledigt ihr Aufträge und lernt dabei immer mehr über euch selbst. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und was ist euer Ziel? Helft ihr der viktorianischen Königin oder den Rebellen, die sie zu Fall bringen wollen? Sunless Skies ist noch bis zum 4. Juli kostenlos zum Behalten auf Epic Games verfügbar. So, als nächstes haben wir... Wie, das war's schon? Ey, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach nur zwei... Was ist das denn? Ich kann doch nicht einfach nur zwei Gratis-Games präsentieren. Und das eine ist ja sogar nur eine Testversion. Nein, es gibt halt gerade sonst nichts anderes kostenlos. Ja, das passiert halt mal. Soll ich mir jetzt was ausdenken, oder was? Ja, du bist witzig. Ja, okay, warte, ich glaube, ich weiß das. Ja, also leider war es das auch schon mit den neuen Gratis-Games für diese Woche, aber ich lasse mich doch nicht lumpen und war nochmal Perlentauchen. Und gefunden habe ich die Demo zu Technobanter. Die gibt's gerade gratis auf GOG und ich sag's euch, die macht jetzt schon jede Menge Spaß. Technobanter hat auch auf der Cactus in Leipzig unseren Community-Preis für das meisterwartete Indie-Spiel gewonnen, und ihr müsst es ja wissen. Ich durfte auch schon spielen und hatte super viel Spaß. Ein Blick lohnt sich auf alle Fälle. Na, was davon zockt ihr am Wochenende? Kollege Alex, der Hobbygeneral, stürzt sich weiter in Kingdom Come Deliverance. Gerade hat er die Stadt Pribislavice eingenommen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich selbst habe gar kein konkretes Spiel fürs Wochenende, denn ich werde mir jetzt erstmal eine große Liste mit Spielen machen, die auf meinem Pile of Shame sind, weil ich den endlich abarbeiten will. Also mal gucken, womit ich anfange. So. Das wäre es von meiner Seite. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da. Und damit ihr das nicht verpasst, nehmt euch ruhig ein Abo mit. Alles klar, das wäre es von mir. Ich sag, kick mal wieder in und tschüss.